ganze Bundesrepublik hat über eine Universität in Bremen gestritten, die noch gar nicht bestanden hat. Können wir für diese Stadt hier wirklich was erreichen? Es gab da auch Diskussionen zu sagen, vielleicht sollte man aufhören. Es war nur ein Matsch und gab noch keine Wege. Und ich musste dann immer mit Gummistiefeln zur Arbeit gehen. Guten Morgen. Ging immer nur um Räume. Was sind es für Räume? Wie groß sind die Räume? Wer kriegt welche Räume? Wie macht man das? Da gab es eine unglaubliche Aufbruchstimmung. Chaos, Aufbruch, ständige Demonstrationen. Aber wir brauchen keinen Polizeieinsatz. Wir konnten an der Bremer Uni sein. Hier oben, da haben einige von euch noch in die Windeln gesessen. Die mussten ja den Vietnamkrieg verdammen und die Amerikaner angreifen und. Es war ein politisches, übles Machwerk. Die Arbeit hatte zum Schluss Liquidierungsfantasien entwickelt. Ja, Rudolf Fickel konnte mich auch nicht prüfen. Der hat dann auch sein Fett abgekriegt damals. Mit einer Schrift von Lenin, die wurde sozusagen, ich weiß nicht, ob im Faksimile abgedruckt, über den Kompromiss. Es war zu Teilen eine rote Kaderschmiede. Visionen, wie sie heute längst von der Realität begraben wurden. Der Senat hat den Hochschulgesamtplan beschlossen und hat ihn nun der Bürgerschaft zugeleitet. Dann stand ich sozusagen am Scheidewege. Meinen Rücktritt vom Amt des Rektors erklärt. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann ist die Chance vertan. Es gibt so viele Probleme. Wie kann man denn die Lösung, wie kann man zu einer positiven Gestaltung wieder zurückkommen? Ich habe im Moment den berühmt-berüchtigten Tunnelblick, dass wir in dieser Exzellenzinitiative gewinnen. Natürlich bestimmen heute diejenigen, die Geld haben, was geforscht wird, mit welchem Ergebnis und was publiziert wird letzten Endes. So ist das.